Staatsziel Sport. Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbänden. So steht es zumindest in der hessischen Verfassung. Doch aufgrund der finanziellen Situation der Kommunen muss gespart werden. Und das betrifft häufig in erster Linie den Sport. Doch es werde nicht nur gespart, den Vereinen würden sogar noch weitere Kosten aufgebürdet. So zum Beispiel bei den Hallennutzungsgebühren, kritisiert heute der Landessportbund Hessen. Negative Auswirkungen seien dabei unvermeidlich. Die Vereine leben natürlich zu einem großen Teil auch von der öffentlichen Sportförderung. Und wenn die eingeschränkt wird, müssen Vereine selbstverständlich sich in ihren Angeboten für die Bevölkerung beschränken und sie müssen Angebote reduzieren. Und ich glaube, das wäre am Ende auch unter finanziellen Gesichtspunkten ein negatives Ergebnis für die gesamte Gesellschaft. Der Landessportbund Hessen ist darüber natürlich nicht erfreut und hofft, dass dieses prekäre Thema in Zukunft besser gelöst wird. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass Wertschätzung des Sportes und der Arbeit der Ehrenamtlichen im doppelten Sinne gewährleistet bleibt. Zum einen Wertschätzung in Form von Anerkennung dessen, was Ehrenamtliche tun, und zweitens Wertschätzung in dem Sinne, dass auch der Staat oder die Kommunen ihren finanziellen Anteil an der Förderung des Sportes beitragen. Sport fördere die Integration von Migranten und sei ein wichtiger Bestandteil aktiver und nachhaltiger Gesundheitspolitik. Daher solle Sportförderung als Pflichtaufgabe angesehen werden.